Das Wetter. Warum sind denn hier unten überall Löcher im Schiff? Hast Löcher? Ja. Ja, gut. Falls so ein Befall. Machst du vielleicht vorhin von dem Faller? Die haben ja auch getroffen, aber links weit oben. Da, ein paar Löcher habe ich jetzt schon zugemacht. Wir haben ein Gewitter, Steuerbord. Oh, hör drauf. Lügst doch schon wieder. Nein, das ist ein ausgewachsenes, großes Gewitter. Ja, gut, dann kannst du nächste auch. Nächste Karte? Ja, ich hau mal hier auf, Moment. Oh, Moment. Hier noch ein Loch, da noch ein Loch. Das Ding ist echt, ich habe keine Karte und ich kann auch keine kaufen. Also scheint ein bisschen verbuggt bei mir gerade. Oh. Karte liegt. Karte liegt, sehr schön. Fünf Lacker, danke schön. Schön. 3, 2, ich sehe es gar nicht richtig. 5 Monate meinen Donos. Danke schön. Viel Spaß. Was so, jetzt? Ich habe drauf da Messer drauf zu werfen. Ich will da jetzt Messer drauf werfen. Fortune oh. Pillage by the lovely was Mad Owl. Was macht ihr denn da? Wir müssen noch. Hätte da jetzt ein Messer geworfen. Vote to cancel voyage. Was? Vote to cancel? Ich habe noch nicht. Hab nicht Vote to cancel genommen. Ja, doch bestimmt habe ich das. Ist egal. So, müssen wir mal die. Ich dachte, ich kann auch mal für stimmen. ja, Shiver Retreat. Geh mal hoch. Ist die mit der. Nee, oder? Nee, ja, ist er nicht. Nee. Warte mal. Nee, war es nicht. Weiter suchen. Bestimmt so eine ganz kleine Popelinsel. Nee, auch nicht. Welche habt ihr jetzt von diesen Karten? Weil wir haben ja irgendwie 3, ne? Wir fangen mit der ersten an, oben oder? Oben in der Mitte die. Okay, ja. Ist das ja die mit so einem See in der Mitte. Ist das ein See oder ist das ein Stein? Nee, ist ein See. Na, das könnte auch eine kleine Bucht sein. Ist er, ne? Das ist er. Das ist er, ja. Ja. Okay, dann gib mich Kurs. Genau nach Norden. Ja. Okay. Oh, perfekt, das ist mir fast ausgerechnet. Okay, dann einfach Anker hoch. Und Segel auch. Moment, Segel sind ja recht weit oben, das ist gut. Dann kann Segel ich erstmal ja. Erst ein bisschen ausrichten und dann in diesen Felsen da vorbei. Die Segel sind ausgerichtet. Okay, und dann runter damit. Mittlere vielleicht ein bisschen hoch. Ja, schön, so sehe ich was. Vielleicht. Ja, ich wollte sagen, das mittlere müssen wir noch nicht ganz runter. Das brauchen wir eigentlich nur, wenn wir irgendwie jemanden hinterher oder jemanden davon. An sich ja. An sich sind wir ja nicht auf der Flucht. Weißt du, man kann ja auch ein bisschen entspannt segeln. Also insofern können wir das durchaus auch hochkrubbeln. Ne? Hauptsache, wir kommen weg von dem Gewitter. Das ist durchaus ganz gut. Versuchen wir. Was hin? Ich hab dich schon wieder verdünnisiert. Hab ich hin, du uns, oder? Hier links sind, sind Fässer im Wasser. Brauchen wir? So, Kanonenkugeln eventuell drin. Ja, brauchen wir, oder sind wir voll mit Kanonenkugeln? Ja, wir können auch gucken, können auch gleich auf der Insel gucken. Ja, machen ja, wir. Ja, stimmt. Ist egal, wie hoch ich das Segel jetzt hier sitze. Der Regel halte hier. Ein bisschen mehr links oder? Was? Ich spiel grad Musik. Kann ich. Muss den Sonnenuntergang singen. Ne, links, ja? Bisschen mehr links, ja. Okay. Besser? Ja, noch ein Ticken, aber ich denke, wenn du jetzt gegensteuerst, wird es halt nichts besser. Nö, ich hab nicht viel nach links, deshalb. Achso, ja, dann kannst du schon ein klein bisschen. Na komm, dann macht ja gar nichts mehr. Jo, so, okay. So? Jetzt hast du nicht genau auf die Insel zu. Wie heißt eigentlich dieses Lied? Ist doch bestimmt Ja.
Ah, oh, du hast so fesche Waden, mein kleiner Lord. Aber wie kannst du auf diesen Kackstelzen laufen? Wenn du springst, müssen doch deine Waden brechen. Unglaublich. Bei Xavier. Der ist auch nur der Fall, wenn er deinen Oberkörper hätte. Ja, sprich der nur aus Oberkörper besteht und gar keine Beine hat. Auch einmal meine Quetschkommode in der Mitte durch, weißt du, so blöd. Fällt's voraus? Oh ja, fällt's voraus. Links vorbei, rechts vorbei? Links. Okay. Da ist auch noch gleich die Insel. Ja. Och, Coach, mach deine Hackfresse, da wechsel und steuer ich auf den Felsen. Ist der Sonnenuntergang vorbei wegen diesem Kackfelsen? Ah, guck mal, eine Karte. Ah, ja, eine Karte, ja. Okay, Moment. Bist du hässlich? Frank Diamond bist du hässlich. Frank Diamond ist sehr hässlich. Ist das die Insel vor uns oder nicht? Ja, ja. Die Info geht weg. Ich steuere jetzt nicht, ich gehe vorne hin. So. Solange er nicht den Schlüpper da hochhält, ist alles gut. Hab ich mich, ich denn? Vor allem mit diesem behinderten Gesichtsausdruck, sorry. Das ist einfach. Er ist so schlimm. Er hat immer so ein verschmitztes Grinsen da drin. Oh, da ist Felsen, kann das sein? Ich seh nix! Ja, Lenker, Lenker. Bisschen links. Bisschen links ist gut. Und ist das jetzt die Insel da ganz links? Oh. Ich gucke. Ja, das ist die Insel. Diese da. Mit den Palmen drauf da, ja? Ja, das mit den Palmen. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich weiß nicht warum. Dieser Opi vor mir, weißt du? Der Opi mit ohne Zahn und allem. Opa? Ohne Zahn. Opa Hippo, geh mal vorne hin und mach mal Segel und Anker. Wir müssen jetzt wirklich hier, sonst fahr ich gegen die Insel. Sag mein Anker. Jo, kannst du raushauen. Okay, ich hole mir den Schatz rechts vom See. Ja, und den See? Links vom See holst du auch. Weißt du es nur noch nicht. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind unten an der Bucht, ne? Nee, mach mal einen Funsel an. Ja, wo ist der Schacht? Schatz. Der Schacht. Schacht, Schatz. Der Schacht mich. Ja, das auch. Oben. Hier. Hier ist ein Schatz. Oder? Ja, hier ist ein Schatz. Ach, das ist voll geil. Oh, ich hab eine goldene. So eine Verzierung? Ah ja, doch, jetzt kommen auch die Diamanten oder Rubine vielmehr. Na guck mal, der Song heißt Bosun Bill. Bosun Bill. Wo ich alles selbst machen muss. Nee, das irgendwie verlängert, dass man länger buddelt an so einer Kiste? Ich glaube, das ist bei Team so, dass man mehr Leute braucht zum Buddeln. Oder um in derselben Zeit zu buddeln. Ja. Bosun Bill war dein Song eben. Sehr schön. Ja, mit diesen ganzen Seemannsliedern und dergleichen kenne ich mich gar nicht so aus. Ne? Aber ich find's schön. Kiste runter oder hoch? Hallo? Runter. Ich bringe sie runter. Runter, okay. Und was war deine? Eine normale. Okay. Eine Seefahrers-Chest.
Und ich habe eine Captain's Chest. Jetzt finden wir die tollsten Kisten und kriegen keine müden EP dafür. Aber Gold. Ganz viel Gold. Boah. Wenn wir das gleich abgegeben haben, dann könnte ich ja mal neu starten. Vielleicht bin ich ja schon Level 10. Kann ich dem seine Hände auf dem Deck festnageln? Wessen Hände? Xa. Nun nageln sie. So. Ich bin nicht zu nageln. Bitte einmal Anker raus. Also hoch, vielmehr. Also raus aus dem Wasser. Also Xa, mir wäre jetzt fast was rausgerutscht, aber... Nicht. Schwierig. Ja, ich hab's aufgegeben. Ich habe jetzt wieder tagelang Ohrwürmer, ne? Das wisst ihr. Ja, so. Das ist grausig. Ich höre Wale. Ich hoffe, es sind Wale. Ich hoffe, das war nicht Poach. Auf jeden Fall Wale. Ach, hätte das fast nicht noch ein bisschen länger halten können. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Nächster Outpost, oder? Auf den Felsen zu. Ja. Oh, da ist Felsen! Oh Gott. Ich bin tot. Wer hat das Fass? Wieso bin ich jetzt tot? Wer hat das Fass? Sag's mal. Das rauscht aber ganz schön hier unten. Wer hat das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht? Hippo, wir saufen gleich ab. Ich komme. Coach, warte mal kurz. Coach, komm mal rüber. Schön hier, oder? Wow. Ich finde, die kann man mal schippen lassen jetzt. Ah, ja. Es ist unfassbar. Übrigens, hier siehst du echt gut aus, Coach. Also muss ich sagen. Hä? Deine Nase. Du bestehst eigentlich nur aus Nase hier. Fällt mir gerade auf. Nase und Kinn. Ach, da stehst du. Aus Nase. Du hast mehr Nase als... Gehirn wahrscheinlich. Sieht ordentlich aus. Also, kann man hier tanzen als Geist? Moment. Ja, okay. Ja, siehst du mal. Oh ja? Ja, was? Beim Strauß ist das Auge größer als das Gehirn. Bei manchen Menschen ist das genauso. Ja. Aber schau mal, wie klein meine Augen sind. Schlussfolgerung? Ist echt ein Problem, ne? Ist echt ein Problem. Ich tanze mit. Ey, hallo, lass die mal schön schippen. Ja, ich kann ja rübergehen und die trotzdem schippen lassen. Achso, dann noch ein bisschen zugucken, ist vielleicht noch schlimmer. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Ich geh mal gucken, ob die hier einen Schatz haben auf dem Schiff. Mal gucken, ob wir überhaupt noch ein Steuerrad haben. Nach dem Knall. Ja, sieht aus wie neu hier, ne? WA-Leertaste. WA-Leertaste. Hi. Moin. Kiste. Guck mal, Kiste ist noch da. Ja. Gut hier. Super. Ja. Steuerrad ist auch noch da. Warte mal, Coach. Hier, ich finde. Wer von euch hat denn eigentlich geschossen? Ja, Xa. Xa war das. Okay. Nein, Hilfe hat geschossen. Also, Coach. Coach. My crew. Yes. Ja? Xa. Ja. Ja. Und Hippo, ich wäre auch für Yes. Was? Escape drücken. Wo sind die jetzt überhaupt hin? Wo geht's denn eigentlich hin? Weiß ich nicht. Hat die gerade einer was getrunken? Haben wir endlich. Haben wir ihn eingebuchtet? Ist er da, wo er hingehört? das ist gut. Da, okay, ja. Das ist gut. Katzenmusik, ey. Dann machst du die mal alleine da unten. Hört man das hier oben wahrscheinlich nicht, ne? Ja, man hört es oben. Hexa! Wenn du ganz nach vorne gehst, geht's. Ja, also, Captain mit dem Fass töten ist echt keine gute Idee, sag ich dir. Das stimmt, klar, warum machst du auch sowas? Außerdem, wer hat dich nochmal zum Captain gemacht? Ich hab das immer noch nicht verstanden. Du hast gesagt, übernimm das Steuer. Ja, aber... Wer das Steuer hat, ist Captain. Du hast zu wenig Jack Sparrow geguckt. Das ist der Steuermann. Du hast zu wenig Jack Sparrow geguckt.
Bei Piraten ist der, der das Steuer in der Hand hält, der Captain. Oder nein, der mehr rumkriegt. Der Steuermann. Nein, bei Piraten gibt es keinen Steuermann. Heiliges Blech, ist stark, der. Ach, ich wollte gerade helfen. Ja, Gott sei Dank. Ui, war ganz schön Seegang, Leute. Ui. So, wo muss ich denn hin? Ihr Leichtmatrosen. Wo wollen wir überhaupt hin? Was machen wir denn überhaupt? Wer sind wir? Zur nächsten Insel. Ach, zur nächsten Insel. Okay, die nächste Insel ist so ein C. Musst du nur kurz finden. Umgedreht ist. Was? Ach, das ist das mit dieser Brücke da. Das ist so eine Felsbrücke. Ah, ja. Ihr könntet mir mal das Kompass ein bisschen näher reinschieben. Ah, hier. Marauders Arsch. Schieb dir gleich mal das Sprengfass ein bisschen näher. Du musst nach Nordost. Okay, dann mit den Felsen außenrum. Okay. Das Dumme ist ja, jetzt haben wir erstens da unten zwar eine schöne musikalische Unterhaltung hier, aber dafür einen weniger, der die Segel bedient. Können wir den nicht einfach über Bord werfen und einen Hai engagieren oder so? Wir lassen den einfach da unten und kaufen uns eine elektrische Winde. Oder so, oder so. Und Europax. Also ich hab ihn schon mal wieder gestimmt, dass er wieder rauskommt. Das Schiff ist noch namenlos. Wie kann man denn das Schiff benennen? Kann man das benennen? Man kann das Schiff benennen? Wäre mir neu. Wäre mir auch neu, aber falls da jemand was weiß, immer her damit. Oh, ich kann auch sagen, New Crewmate. Geht das auch? Kann man den auch muten komplett, den Xar? Was? Ich glaube ja, ich versuch's mal. Der ist bestimmt nur Voice. Ja, geht leider nicht. Ja, 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 ja. Ich höre sein Gedudel immer noch. Ah, ich. Lass mal frei. Hier, hältst du voraus, Herr Kapitän? Wo denn? Geradeaus, genau geradeaus. Geradeaus, okay. Xa, ich hab dich nicht! Ja, das war abzusehen. Ich geb euch eine Truhe ab. Ja, ich verzichte auf meinen Sold, wenn wir jetzt wieder auf Vote klicken, allesamt. Vor allem diese Frisur von Xar. Diese... Vor allem wie geschnitzt Hippo hinter der Tanze. Was, Hippo ist hinter mir? Ja, dieses Verschmitzte, das ist so widerlich. Das sieht einfach so. Das ist so richtig Pedo. Das ist ganz furchtbar. Das ist mega gut. Pedoblick, ich mag den nicht. Ich muss mal eben mit meinem Hund fort hier. Ich bin gleich ja da. Ja, kann mir mal einer sagen, wo ich hin muss? Der Boxer? Möchte jemand ein Bonbon? Möchtest du ein Bonbon, ja? Genau, hier hin. Sag mal, ah ja, da muss ich hin. Ja, genau geradeaus ist richtig. Geradeaus, ich sehe nichts geradeaus. Da hält mir einer so eine Karte vor die Fresse. Mal abgleichen. Ne. Wo ist der Xa? Da ist der Xa. Ne. Wo ist der Xa? Da wo ist der Xa. Wo ist der Xa? Da ist der Xa. Da. Oh, wo ist der Insel? Da ist die Insel! Oh, jetzt ist die Insel weg! Oh, oh Gott, was hat die eine an der Musik? Da ist die Insel! Eine Insel mit zwei Bergen. Jetzt ist es mir ein bisschen zu krank hier. Jetzt erst! Oh! Ja, doch, jetzt ist es zu viel. Da war doch Lack im Alk. Ist
Ist das die Insel hier halb rechts vor uns oder halb links? Mein Gott, warum sind wir eigentlich so schnell? Weil ihr Idioten nichts Besseres zu tun habt, als vor mir eine Karte zu halten und hinter mir mit einem Pedoblick zu tanzen. Darum sind wir so schnell! Dreh die Segel. Ich stelle mir das immer vor, dass in solchen Momenten jemand hier zufällig reinsagt. Ja, das könnte ein Grund sein, warum mich kein Schwein abonniert. Das ist, aber ich hab Spaß dabei. Achtet auf die Blitzgeräte, ja, das ist richtig, genau. Das war hier Tempo 30 Zone. Das war hier Spielzone, war das gerade hier. Wie nennt sich das? Verkehrsberuhigte Zone. Hier ganz so viel Segel brauchen wir jetzt aber nicht, wo wir da sind. Was? Jetzt, ja, wo doch. Wir da sind, macht ihr Vollgas. Nein, ja. Hack oder Kack, jetzt hier Vollgas. Ja, mach raus wieder, Segel weg. Weg. Weg, ganz weg, schnell weg, böses vor allen Segel. Dingen. Böses Segel. Oh, Segel hoch, Segel hoch, Segel hoch. Wieso schießt Segel da? Segel hoch, Segel hoch. Frag mich, Segel mal. Hoch. Leute! Was ist mit den Segels? Soll ich bremsen? Ich Anker! ja. Hauptsache, man schießt mal auf ein Skelett, was man nicht sieht. Aber man muss ja nicht die Segel hochmachen. Könnt ihr mir mal kurz helfen, hier beim Löcher stopfen? Nein! Ich muss erst noch ein paar Planken holen. Ja, das überleben wir aber nicht, wenn hier keiner mitmacht. Weil es ist ganz übel. Warum schießt ihr alle nur was? Ich brauch mal hier so ein Brett. Ja, wir liegen jetzt hier vor Anker und lassen uns beschießen, ne? Ja, das ist die. Ich, wo ist die scheiß Kanone? Oben. Weit oben. Ach, da! Die ist am Ufer. Ja, da, ja. Skelett weg. Gut. So. Ja, dann haben wir jetzt ja auch Ruhe. Hallo, so. Nicht weg, aber gleich weg. Ich finde, wir liegen hier. Ist doch alles trocken hier unten, läuft doch. Ja, mittlerweile schon, ja. Wo ist denn eigentlich Coach? Ist der gestorben? Der hat ach, ja da gesagt, der geht kurz vom Hund raus. Nee, ja, ich weiß. Ich meine, also. Ich wollte sagen, ich habe seinen Charakter gesucht, weil ich steht hier unten. So, okay. Oh, eine Banane. Mann, was macht ihr denn? Ich lach Tränen. Entschuldigung. Wer ist denn hier schon wieder am Saufen? Anders erträgst du das nicht. Nee, ich saufe nicht. Ich hab doch gerade einen Bäuerchen gemacht. Nee. So. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskomme aus dieser Insel, gerade wie wir hier uns reingebackt haben quasi. Naja, das sehen wir dann am Ende. Das ist der Nordarm, das ist hier und dann da oben hin rum. Also das ist eigentlich immer quasi genau richtig. Ach ja. Kann man da halt sagen? Wird auch. Fällt das Schiff ein bisschen im Auge? Was haben die denn geändert mit dem Sprinten? Irgendwas ist da doch anders. Also meiner sprintet. Also ich muss da immer fünfmal drücken mit Shift, bis der irgendwie einmal anfängt zu sprinten. Halt Anlaufschwierigkeiten. Ja, bis diese Masse in Wallung kommt. Wir hier schon auf der. Wir müssen unten, an den Strand. Ja, in der Tat. Hier ist kein Strand. Doch, doch. Oh, da unten ist eine Ding ins. Eine Flaschenpost. Na dann, ich schnapp sie dir. Message in a bottle. Oh ja, da, ich seh's, okay. Leuchtet in der Tat ganz schön kräftig. Hab sie. Sehr schön. Und hier müsste ja auch die Schatzkarte sein, die Schatzkiste sein. Oh ne, noch ein bisschen weiter. Hier so. Hier hätte ich jetzt gesagt, oder nicht? Warte mal, ist da. Das ist nicht diese Bucht mit dem. Dem Verkäufer da drin? Also mit diesem. Ja, aber warte mal, in Richtung. Wenn man auf den Verkäufer guckt, in Richtung ja, hier, Westen. Ja. Hier doch, oder nicht? Ja, hier muss das irgendwo sein. Warte mal.
Wir sind blöd, ne? Warum? Ja, wir müssen nicht auf Anhieb finden. Ne, das ist die nächste Bucht erst. Yep, yep, oder? Mal gucken. Ja, warte mal, hier ist jetzt schon der Felsen. Dann kommt diese lange. Hast du das? Doch. Ah ja, da. Let. Feuern. Oh, da ist noch einer. Gut. Und noch einer. Jetzt habe ich nur noch einen Schuss. Wird schon gehen, noch nicht. Dann haben wir noch ein Schwert. Nein, habe ich nicht. Ich habe eine Shotgun statt Schwert. Ob das so klug ist? Ja, ich habe mir auch gedacht, lieber Schwert und Shotgun als Shotgun und Pistole mache ich das nächste Mal auch, denke ich. Ach ja. So. Hab sie dir. Mach ich. Ach, ist das schön. Sieht echt immer wieder cool aus. Ich hab noch Platz für Kanonenkugeln. Ich guck mal, ob ich noch ein paar finde. Hm? Oh, hier ist ein Rumsefass. Ja, nee. Müssen wir ganz dringend mitnehmen. Ich fand's witzig. Ich fand's überhaupt nicht witzig. Wir hatten jetzt wirklich geschossen von euch eigentlich. Ich war das. Du warst das, du Arsch. Ich hab die Kiste auch hinter dich gestellt, das hast du gar nicht gemerkt. Nee, natürlich nicht. Hier sind noch Fässer. In der Nähe vom Schiff. Wenn du eigentlich diesen Strand, wo wir waren, entlangläufst und zum Schiff. Indirekt noch Fässer. Da, Spaß dir! Spaß dir! Ich stelle das Fass fallen lassen. Für eingucken. Hier ist noch ein Rumsefass übrigens. Oha! Hat sich drauf. Bist du Hobbs? Ja. Ja, sicher. Hippo ist Hobbs. Ja. Schön, dass du nicht mal gewarnt. Das sehe ich ganz genauso. Gut gemacht, Xa. Sehr gut gemacht. Oh, Nick Stella ist zusammen mit mir an Bord. Nick Stella was? Nick Stella. Ah ja. Ich tanze mal ein bisschen mit ihm. Oh, noch einer. X Creepy Gree im X. Mein Gott. Heißt das, dass die hier irgendwie in der Nähe sind, oder? Nö, nur auf der Map halt. Okay. Aber die Position ist wurscht. Eine Wurstposition. Ja, die Wurstposition. So, ja, gut, dann kann ich ja jetzt noch die Kanonenkugeln holen. Ich hab grad da, wo du explodiert bist, habe ich die Kanonenkugeln gerade geholt. Okay. Doc, das andere Fass bringe ich jetzt aber mit, ne? Jo, mach mal. Mach ruhig. Gar kein Problem damit. Hör auf! Ah, die Sonne, wie sie da untergeht. Wie geil sieht das denn wieder aus? Ja. Herrlich. Und dieses Fass, das habt ihr oben bei mir explodieren lassen, logischerweise, aber es hat unten dann Leck gehauen, oder wie? Das ja, ja, und die Fässer unter Deck auch gleich noch mitgenommen, das macht ganz schön Bumm. Ah, okay. Echt, hast du die auch ganz nett zerlegt? Ja, ja. Oh ja, tatsächlich, die sind auch weg. Was heißt, ja, also unter Deck, also standen die ganz unten oder standen die nur unten bei der Kapitäns... Die standen im Kapitänsgehäuse. Und dann hat es trotzdem unten die Löcher gehauen, interessant. Ja. Aber ja, von oben bis unten durchgeschlagen. Okay. Ja, die machen übelst Bumm, die Dinger. Jetzt brauch ich mal Kurs. Kann man da durch, Xa, meinst du das? Schwierig, ne? Jo, sollte gehen. Ja, dann machen wir die Segel mal ganz hoch, auch vorne das. Hinten das. Ich glaube, Coach läuft hier wieder rum, wollte ich gerade sagen. Bipi. Du hast gar nichts verpasst. Es lief völlig problemlos, hier vor Anker zu gehen. Warte mal, ich muss erstmal gucken, wie das Steuer ausgerichtet ist. Oh, hier ist noch ein Rumsefass. Oh, das ist jetzt so. Soll ich noch ein zweites mitbringen oder reicht uns eins? Ja, klar. Also ich würde sagen, also ein paar kann man sicher mitnehmen. Okay. Gut, ja, ja, wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr den Anker hochmachen. Na, ist mal erst Hippo wieder gegangen. Nö, finde ich nicht. Los, Coach! Hallo!